Moin Leute, heute haben wir wieder eine große Runde mit vier Männern und am Ende sogar mit einer Frau. Wir plaudern über Jens F. Kruse und seine Street Photography und Mehrgruppe. Olga, Jörg und Wolfgang sind alles Mitglieder und wir reden über unsere ganz persönlichen Erfahrungen rund um die Spum-Gruppe. Wer steckt dahinter? Wer ist dabei? Was kostet es? Und was bietet sie sonst noch extra? Ganz aktuell hat ein Fotomarathon und ein echtes Treffen in Wien stattgefunden. All das und mehr. Und am Ende kommt auch noch Veronika zu Wort, die in der Runde nicht dabei sein konnte und trotzdem interessante Sachen sagen kann. Also freut euch auf eine gute Stunde mit Hintergrundinfos von einer engagierten Gemeinschaft von gleichgesinnten FotografInnen mit sehr inspirierenden Ideen und tollen Aktionen. Und wenn ihr Weekly 52 unterstützen mögt, dann teilt und liked die Beiträge, den Blog und den Podcast und klickt auf den Spenden-Button und spendiert eine virtuelle Pizza und oder einen Kaffee. Das inspiriert und motiviert. Vielen Dank. Stopp. Ankündigung. Zu Nikolaus am 6.12. erscheint der 400. Weekly. Jeder, der bis Ende November eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify oder eine Spende getätigt hat, kommt in den Lostopf für ein Gewinnspiel, bei dem es in der Jubiläumssendung Fotobücher zu gewinnen gibt. Also sendet mir per Mail bis zum 30.11. einen Screenshot von eurer Bewertung oder der PayPal-Spende. Und ja, ich freue mich. Und jetzt geht's endlich los. Moin Männers. Moin Thomas. Hi Thomas. Jetzt haben wir hier, ich habe nur Männers gesagt, wir haben hier den Wolfgang Blieben, den Jörg Schneider und den Holger Köchel zu Gast. Was haben die denn alle wohl gemeinsam? Wir sind alle beim Jens F. Kruse in der Street Photography und mehr Gruppe. Ich kürze das jetzt einfach mal spumm ab. Ist das so, Wolfgang? Exakt, vollkommen richtig. Sehr schön. Der Jens hat mich quasi eingeladen, mal bei euch reinzuschnuppern und ich habe dann gesagt, okay, ich mache mal so ein paar Sachen mit. Wir haben den Fotomarathon gemeinsam gemacht. Wir haben uns jetzt gerade am Wochenende bei einem, wie nennt man das, Meet and Street Community Treffen, sowas nennt man das, in Wien getroffen. Da erzählt der Wolfgang gleich noch was dazu. Und ja, ich wollte mal so ein bisschen gucken, was ihr da so macht. Das ist ja so eine ganz kleine, feine Gruppe und ich finde es total spannend. Also fangen wir doch mal mit einer kleinen Kurzvorstellungsrunde an. Wer bist du? Was machst du sonst so? Und dann gleiten wir dann langsam ins Fotografische über. Stellt euch mal bitte einzeln vor. Wolfgang, fang du mal an, du hast ja gerade schon begonnen. Ja, gerne. Also ich bin der Wolfgang Blieben. Lebe und arbeite hier in Wien, bin hauptberuflich Bildungsforscher. Da sage ich jetzt einmal gar nichts dazu, weil da kann sich dann jeder irgendwas ausmalen. Und fotografiere jetzt, ich sage mal, seit 5 Jahren als ambitionierter Amateur. Davor war alles, was ich davor gemacht habe, würde ich mal sagen, war Knipsen. Seit 5 Jahren versuche ich zu fotografieren. Genau, und bin seit gut 1,5 Jahren in der Spum-Gruppe dabei. Ja, sehr schön. Jörg, wir kennen uns ja auch schon aus Iserlohn, ne? Ja, ganz genau. Iserlohn. Da habe ich auch den Jens damals kennengelernt, persönlich kennengelernt. Ich kannte ihn vorher schon aus einer anderen Begebenheit. Und er hat mich dann überredet, bei dieser Spum-Gruppe mitzumachen, mit seinem einzigartigen Charme. Aber vielleicht zurück zu mir. Mein Name ist Jörg Schneider. Bin gebürtig aus Dortmund, aber seit 93 wohne ich hier am Niederrhein. Mhm. Hier hat es mich also beruflich bedingt hinverschlagen. Ich bin von Hause aus Bauingenieur, jetzt aber schon seit 3,5 Jahren im Ruhestand. So. Also ich genieße jetzt das Leben und kann mich den schönen Dingen widmen, zum Beispiel der Fotografie. Ja, sehr schön. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich fotografiere an sich schon, seit meiner frühen Jugend. Ich glaube, meine erste Kamera, die hatte ich so mit 10 Jahren, so eine alte Rollfilmkamera von meiner Oma. Ja, da konnte, also äußerst trivial das Ding, da konnte man nur für Schönwetter Sonne einstellen, für Schlechtwetter Wolken einstellen. Ja. Man musste den Film einlegen, einen Rollfilm, und dann gab es irgendwann mal, ich glaube, zur Konfirmation, Instamatic-Kamera. Und irgendwie hat sich das so weiterentwickelt über die erste eigene Spielreflexkamera und dann
jahrelang in Nikon und jetzt bin ich ganz woanders gelandet. Ja. Bei einer großen deutschen Firma, die mit L beginnt. Mit Eika aufhört, ist klar. Mit Eika aufhört. Holger, setz du mal die Reihe fort. Ja, der Wolfgang, der ist der Theoretiker, dann bin ich der Praktiker, ich bin Pauker, also Lehrer, wie man heute so neudeutsch sagt. Ja, ich wohne in Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart, seit meinem Studium wohne ich da, ich bin ansonsten Familienvater, ich habe relativ spät angefangen mit dem Spaß, ich habe noch 3 Kinder, der kleinste ist erst 2, die größte ist 12, ich bin also noch mittendrin. Das hält dann jung wahrscheinlich, also wenn ich morgens und mittags mit Kindern umgeben bin. Ja, soweit alles gut. Fotografie war es ähnlich beim Wolfgang. Ich habe mich da nach und nach auf immer ein Level höher gesetzt und irgendwann mal vor 5, 6 Jahren bin ich auf so einen komischen Typen aus den USA gestoßen. Der hat so einen Blog gehabt, Eric Kim. Kennt man natürlich. Ach, der. Und stimmt. Von dem habe ich natürlich relativ viel gelesen. Der hat auch sehr viel Theorie auf seiner Seite und deshalb fand ich total spannend. Und seitdem ich durch sein Loch in den Kaninchenbau Streetfotografie eingetaucht bin, bin ich bisher nicht mehr rausgekommen. Im Gegenteil, ich tauche eigentlich jedes Jahr ein bisschen tiefer ein. Und noch macht es mir sehr, sehr viel Spaß. Und das war dann mit auch ein Grund, beim Jens und seiner Spoom-Gang einzusteigen. Eine befreundete Streetfotografin aus Frankfurt, die in meiner Heimatstadt mit mir aufgewachsen ist, die hat mich auf den Jens aufmerksam gemacht und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal und bin jetzt seit etwa ja dem Jahresanfang dabei und bisher macht es sehr viel Spaß und Freude. Darf ich fragen, wer das war aus Frankfurt? Vielleicht kennen wir die ja. Kann sein, dass ihr die kennt. Die war jetzt auch auf diversen Meet and Street Treffen. Ihr Spitzname ist Tata Hai, Tanja Heine. Mhm. Ach, doch, kennen wir. Ja. Kennt er? Gut. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ihr habt jetzt also schon so ein bisschen, sag mal, eure fotografische Heimat so ein bisschen skizziert. Vielleicht fängst du nochmal an, Wolfgang. Sagst nochmal so ein bisschen, wo du da, sag mal, wo dein Werdegang ist, was dein Stil so ein bisschen ist und was deine Vorbilder so sind in deinem fotografischen Tun. Okay. Wie gesagt, etwa vor 5 Jahren angefangen, ein bisschen ambitionierter zu fotografieren. Davor halt ja auch so wie die meisten Menschen halt auf Urlauben, Familienfeiern, Familie geknipst. Immer gern gemacht. Irgendwann ist dann meine Frau gekommen, willst du nicht ein bisschen mehr draus machen? Also war tatsächlich so der Anstoß von meiner Frau. Ist ja da irgendeine... Och. Ich glaube auch auf Facebook eine Gruppe gefunden, Shootcamp nennt sich das, von einem österreichischen Fotografen, Christian Anderl. Ich soll mir das doch einmal anschauen. Und habe dann ein paar Kurse über Shootcamp gemacht und so hat sich das dann angefangen zu entwickeln, immer mehr ein bisschen halt professionalisiert, dass man so quasi von Knipsen dorthin kommt, eine Idee zu haben, was man da eigentlich macht. Und am Anfang war es dann eher so, ja, jetzt würde ich mal vorsichtig sagen, Landschaft, Stadtlandschaften, eigentlich ausschließlich ohne Menschen. Und bei einem Spaziergang durch die Stadt ist mir dann bei irgendeiner Aufnahme, bei der Wiener Oper, kann ich mich gut erinnern, war das, irgendein Passant durch das Bild gelaufen. Und die hat mir das Foto dann angeschaut und gesagt, das schaut eigentlich cool aus. Es ist eigentlich ganz was anderes, als was ich bisher gemacht habe. Ich versuche das jetzt ein bisschen mehr absichtsvoll genau in die Richtung zu machen und so bin ich dann in die Richtung Streetfotografie eigentlich gekommen, ohne zu dem Zeitpunkt zu wissen, was das ist und wie das sich bezeichnet wird. Nachdem ich mich dann aber mehr damit beschäftigt habe, ist natürlich relativ bald auch das wirklich als Genre bei mir aufgepoppt und hat sich dann nach und nach weiterentwickelt. Mit den Vorbildern tue ich mich relativ schwer, weil bei mir ist es tatsächlich jetzt immer so, das, was ich gerade aktuell am Schirm habe, das ist auch das mein Vorbild. Das kann jetzt, also das, natürlich gibt es da die ganz großen Namen wie Salgado, McCurry, die mich immer beeindruckt haben, ohne dass ich jetzt sage, ich möchte so fotografieren wie die, aber die sind einfach coole Namen. Aber es ist dann tatsächlich eher so, was mir gerade in die Hände fällt, auch an Fotobüchern, an Ausstellungen, das begeistert mich relativ rasch auch einmal.
Und das inspiriert mich dann auch relativ rasch einmal. Und das können große Namen sein, das können lokale Fotografen sein. Also es ist wirklich und oft auch tatsächlich eher so auch die Philosophie, die dann dahinter steckt. Also was vertreten die als Idee von Fotografie, was mich manchmal richtig antörnt. Da ist da zum Beispiel der Sean Tucker ein ganz großes, fast schon Idol für mich in der Beziehung. Warst du bei ihm beim Talk beim Talia? Ja, war ich. Da hätten wir uns sehen können. Ich war auch da. Tatsächlich. Ja. Da haben wir uns noch nicht gekannt und nicht erkannt. Das ist ja kurios, ne? Die Welt ist manchmal echt klein, ne? Lustig. Ja, aber ich finde es interessant, dass den Ansatz, wenn ich da mal so ein bisschen reingrätschen darf, dass man jetzt nicht, sag mal, wie sklavisch irgendeinem Stil folgt oder sowas, ne? Nur weil man den toll findet, ne? So Meyerowitz oder so. Du hast ja vorhin die großen Namen genannt, ne? Dann mache ich das so, sondern dass man sozusagen mal einen Monat oder mal ein halbes Jahr oder was auch immer dich da gerade umtreibt, dann zum Anlass nimmst, ich mach mal so auch mal so ähnliche Bilder. Ne? Also das finde ich, dann kommt das wahrscheinlich auch so der Ansatzpunkt, weshalb du beim Jens bist, ne? Weil der immer solche kleinen Aufgaben stellt oder so den Blick auf mal ein ganz was anderes richtet, was man gar nicht so im Fokus hatte. Ne? Verstehe ich doch richtig, ne? Ja. Dass das so. Genau, absolut. Also das ist wirklich eines der ganz großen Assets, dass man wirklich täglich mit etwas inspiriert und konfrontiert wird, was einen zum Nachdenken anregt und zum Ausprobieren anregt, ohne jetzt irgendwas kopieren zu wollen, aber einfach ausprobieren und schauen, wo bringt einen das hin und wo bringt einen das selbst im eigenen Fotografieren weiter. Sehr schön. Holger, erzähl du mal, nimm mal deine Hand weg vom Mikro. So, also, ja, genau. Dann bitteschön. Auch hier geht's mir ähnlich wie beim Wolfgang. Seit ich mich mit Streetfotografie beschäftige, habe ich auch sehr viele Bücher über Streetfotografie gelesen, sehr viele Podcasts gehört, im Internet weitergebildet und dann natürlich auch probiert, das Ganze auf der Straße umzusetzen. Bei mir ist es natürlich schwierig als Familienvater, und wenn man Lehrer ist, hat man auch nicht so viel Zeit, erstmal die Zeit dafür zu finden. Deswegen muss ich da auch wirklich teilweise gucken, dass ich mir das abknaps, und oftmals sind es dann halt die Urlaube, die dazu herhalten. Jetzt waren wir im Urlaub in Marseille und in der Provence, und da habe ich wieder ein paar gute Schüsse gemacht, aber insgesamt ich würde mich auch noch nicht irgendwie festlegen wollen. Du hast ja, glaube ich, auch vor kurzem im Robert Lammler bei dir gehabt. Bei dem war das ja ähnlich. Alle sagen natürlich, wenn man auf einem Instagram-Account, der muss möglichst konsistent sein und entweder schwarz-weiß oder Farbe. Ich bin Zwilling, das geht schon mal gar nicht. Ich bin da vielfältig veranlagt und ich möchte mich auch gar nicht festlegen. Und ich finde gerade das Schöne bei der Street-Fotografie, wie Forrest Gump halt sagt, wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Und wenn man dann was kriegt und es ist was Schönes, dann freut man sich ja drüber. Ob das jetzt Farbe ist, ob das schwarz-weiß ist, ob das jetzt ein Street-Porträt ist, ob da eine Silhouette oder wie auch immer. Ich bin da im Moment noch breit aufgestellt und im Moment möchte ich tatsächlich ein bisschen mich inspirieren lassen oder habe mich inspirieren lassen von dem Jens, und zwar gerade einerseits das verstärkte Suchen nach Layers und dann teilweise relativ stark die Schatten hervorzuheben, runterzublenden und dann eben nur bestimmte Teile des Bildes dann in den Vordergrund zu heben. Das ist gerade so das, was ich jetzt auch übe oder was ich jetzt auch verstärkt mache. Und gerade das Spiel mit Licht und Schatten, das fasziniert mich schon sehr, sehr stark gerade. Ja, sehr schön. Jörg, mit der besten Kamera. Ach Gott. Seit meiner Jugend dabei. Nein, na klar. Und erzähl. Ich habe mein Schwerpunkt lag ursprünglich in sich so in der Konzertfotografie. Das hat einen Ursprung da schon, da war ich 16, 17, 18, irgendwie so etwas. Da gab es zwar eine Agentur, ganz ominös, IFP hießen die, glaube ich, Internationale Fotopresseagentur. Da musste man irgendwie 20 Euro D-Mark oder weiß ich nicht mehr, 10 Mark bezahlen. Da hat man Presseausweis bekommen. Und mit dem Teil bin ich sogar in die Westfalenallee reingekommen, bei uns in Dortmund. Und da habe ich früher schon, wie gesagt, mit 16, 17 Udo Lindenberg und
andere, so auch lokale Größen aus Dortmund schon fotografiert. Mhm. Oder diesen griechisch französischen Liedermacher Georges Moustaki, den kennt ihr vielleicht auch noch so aus vergangenen Zeiten. Er lebt aber inzwischen gar nicht mehr. Naja, das waren so die Ursprünge. Und dann habe ich lange Zeit gar nicht fotografiert. Da war dann das Studium nochmal andere Interessen im Vordergrund. Mhm. Irgendwie so sportlicher Natur wie Klettern und Surfen und sowas. Da war gar keine Zeit zum Fotografieren. Und die Konzertfotografie ist dann aber wieder aufgelebt. Und ich habe dann bei einem der Konzerte einen Typen kennengelernt, den Daniel. Der betreibt so ein Online-Musikmagazin. Mhm. Und da hat sich dann eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit ergeben über, weiß nicht, weit über 10 Jahre hinaus. Habe ich also wirklich nur Konzertfotografie gemacht für dieses Magazin. Mhm. Da habe ich also auch alles vor der Linse gehabt, sowas, was Rang und Namen hat. Und ja, dann kam Corona und dann war das Thema mit der Konzertfotografie obsolet. Da tat sich nichts mehr. Und als damit ein Konzert mir so ein bisschen losging, aber immer noch die ganzen Hygieneregeln bestanden, hatte ich gar keinen Spaß dran, mich da in so einen kleinen Club hineinzuzwängen, mit einer Maske vor dem Gesicht und zu schwitzen und zu fotografieren. Ja. Und irgendwie ist die Konzertfotografie dann eingeschlafen. Und ersatzweise habe ich dann, ich weiß gar nicht wie, aber ich habe Streetfotografie gefunden, weil das ist wohl das Einzige, was man gefahrlos draußen machen konnte in der Corona-Zeit. Ja. Und so bin ich dann bei der Streetfotografie gelandet und der Virus hat mich jetzt auch fasziniert und gepackt und jetzt bin ich seit Corona bin ich halt echt seit 2021 sozusagen bei der Streetfotografie dabei. Fast ein Newbie, ne? Was Street anbelangt, ja. Ich finde das ja ganz interessant, ne? Und dann bist du auch auf den Jens aufmerksam geworden oder wie bist du da? Weil der ist ja schon ziemlich lange im Street-Bereich dabei, ne? Und dann du hättest den ja erst noch finden müssen. Ja, wir haben so einen gemeinsamen Berührungspunkt. In Düsseldorf gibt es eine Fotoschule, die nennt sich Drittelregel. Ach. Wird also von dem Marvin und zwei jungen Damen geführt. Und das Team, die machen halt immer so Fotoprojekte. Mhm. Die laufen über, ich weiß jetzt nicht, 8 Wochen, sage ich mal, oder vielleicht sogar ein Vierteljahr, 10 Wochen. Da wird also, das war also früher unter kostenfreier Beteiligung. Mhm. Inzwischen nehmen einen kleinen Obolus dafür. Ja. Da bekommt dann, wenn man sich dafür interessiert hat und angemeldet hat, bekommt man zu einem Stichtag ein Thema. Und dann kann man dazu losziehen und fotografieren. Mhm. So. Und alle paar Wochen trifft man sich dann über eine Zoom-Konferenz und bespricht dann so die ganzen fotografischen Ergebnisse, die ganzen Gedanken, die man dazu hatte. Und tauscht sich halt, macht einen Erfahrungsaustausch. Mhm. Und ganz zum Schluss gibt's dann, werden die Fotos eingereicht und die Drittelregler, die organisieren dann ja so eine virtuelle Fotoausstellung. Mhm. Und bei 2 oder 3 dieser Projekte, und das ist jetzt der Kernpunkt, war der Jens eben dabei. Mhm. Und von daher kannte ich ihn so über den Bildschirm halt in rein virtueller Natur. Ja. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich dazu zur Ausstellung in Iserlohn gekommen bin. Hatte der Jens wahrscheinlich bei einem dieser Projekte wohl erwähnt, aber dann können wir uns da ja mal treffen. Mhm. Irgendwie so. Ja, und dann habe ich ihn dann persönlich kennengelernt und dann ist das Ganze erst so ein bisschen, meinerseits so ein bisschen zögerlich, weil er erhebt ja auch einen kleinen Mitgliedsbeitrag dafür. Ja. Aber ich habe dann hinterher gesagt, ich mache das und ich bereue es auch nicht, das ist also wirklich, wirklich eine klasse Sache. Sehr schön. Und so bin ich da reingerutscht. Die Drittelregel, zu der habe ich auch einen Anknüpfungspunkt, als sie quasi noch gar nicht gab, war das ja nur der Fotoclub Düsseldorf oder sowas ähnliches, ne? Mit der Antje Terhag, Kerstin Schütze sind ja noch dabei. Ja, genau, ganz genau. Und die haben mal einen Fotomarathon initiiert, den ersten virtuellen Fotomarathon Düsseldorf. Und rat mal, wer den gewonnen hat. Hey, Glückwunsch nachträglich. Super. Das war so lustig. Ich habe mal einen Blog gemacht oder gemacht, das ist schon Ewigkeiten her. Weil ich habe gar nicht davon erfahren. Das stand das schon irgendwo in der Zeitschrift für dieses Fotofestival, was es da gab. Und ich, das Titelblatt kenne ich doch. Mussten die mich noch informieren und da war eine kleine Ausstellung. Also war irgendwie cool. Und seitdem bin ich auch ein bisschen in Kontakt mit denen. Und danach haben die ja diese Drittelregel-Schule, Fotoschule gegründet. Ne? Und das fand ich irgendwie... Das ist eine total nette Truppe. Ja, total nett. Also, kleiner Sidekick. So, du hast vorhin schon gesagt, wer mag denn mal so ein bisschen erklären, bitte um Handzeichen, was
sich hinter Spum eigentlich verbirgt. Ich kann aber gerne anfangen und die anderen ergänzen dann einfach. Also wie du selbst einleitend schon gesagt hast, Spum steht für Street Photography und mehr. Und wurde eben vom Jens F. Kruse ins Leben gerufen vor jetzt etwa 2 Jahren. Und er versammelt also eine kleine Gruppe. Wir sind, glaube ich, aktuell sind wir 15. Korrigiert's mich, wenn ich falsch liege. So im Hintergrund. Fotografinnen und Fotografen. Und der Jens versorgt uns eben wirklich täglich mit Impulsen, wo er andere Fotografinnen und Fotografen vorstellt mit ihren Arbeiten, wo er auch Besprechungen macht, die uns also anregen sollen und motivieren sollen und auch das eine oder andere ein bisschen herausfordern sollen, selbst auszuprobieren, uns mit denen auseinanderzusetzen. Er versorgt uns mit Hinweisen auf Fotowettbewerbe. Er organisiert oder wir organisieren dann zum Teil halt auch gemeinsam verschiedene thematische Geschichten, wo man dann sagen, also ich kann mich erinnern, am Anfang hatten wir so eine Phase, wo wir eben so ein Monatsthema vergeben haben und jetzt fotografieren wir zu dem Monatsthema. Jetzt zuletzt eben zum Beispiel das Treffen in Wien, wo einige von uns zusammengekommen sind. Also eine bunte Mischung an Aktivitäten, die, glaube ich, speziell auch dadurch, dass die Gruppe überschaubar groß ist, auch recht nachhaltig wirken. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich oft bei großen Gruppen das Thema, dass sich das halt ein bisschen verläuft, weil es für niemanden wirklich verbindlich ist. Und das ist bei uns vielleicht ein bisschen anders, dass es doch eine gewisse Verbindlichkeit hat, dass man sich, auch wenn es unterschiedlich ist, aber doch einbringt und aktiv mitmacht und mitgestaltet. Ja, das wäre so mal ganz, ganz kurz, wie das Ganze aufgebaut ist und wie das Ganze läuft. Und was ist für dich der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt? Für mich selbst war es tatsächlich so, gut 1,5 Jahren, dass mich der Jens angeschrieben hat über Instagram. Also ich kannte ihn nicht, ich kannte die Gruppe nicht, war zu dem Zeitpunkt aber so ein bisschen auf der Suche nach Vernetzungsmöglichkeiten. Und da ist sein Instagram Mail gekommen. Im ersten Moment, was ist das jetzt? Weil witzigerweise gerade zu dem Zeitpunkt habe ich da relativ viele so Spam Mails über Instagram bekommen. Spam. Also ja, genau. Und haben gedacht, na gut, das schaust du mal an und habe mir dann den Jens angeschaut, was er so macht und gedacht, ja, das klingt aber tatsächlich cool. Mache ich einfach mit. Ist ja jetzt nicht, wenn es da nichts ist, ist ja jetzt auch kein Beinbruch. Und so bin ich eigentlich reingekommen, einfach so auf der Wunsch heraus, mich stärker mit anderen zu vernetzen, war so der eigentliche Antrieb. Ja, Jörg. Ja, das war für mich auch so der Grund, andere Fotografen aus diesem Genre kennenzulernen, Input zu bekommen, meine Erfahrungen weiterzugeben und ja, sich dann da auf diesem Sektor halt so ein bisschen fortzuentwickeln und weiterzuentwickeln. Das Schöne ist halt, dass bei uns in der Gruppe alle sehr engagiert sind. Wir haben ja auch 4-wöchentlich diese Zoom-Treffen, immer sonntags, jeden ersten Sonntag im Monat. Die sind zwar jetzt nicht mehr von allen besucht, aber ein Großteil ist schon immer mit dabei. Und diese Aktivität, woanders würde man sagen, dieses rege Clubleben passt hier natürlich nicht so ganz, aber die Aktivität der einzelnen Mitfotografen, das ist sehr schön. Ne? Ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass Jens dafür einen Mitgliedsbeitrag erhebt und da ist man natürlich schon eher motiviert, wenn man da etwas investiert, da auch möglichst viel Nutzen rauszuziehen und da mitzuarbeiten und mitzumachen. So. Wie gesagt, schön ist, was Wolfgang auch gerade sagte, dass so diese immer so kleine Aufgaben gestellt werden, Monatsthemen oder diese Marathons veranstaltet werden. Bisher hatten wir immer die Marathons so in der herkömmlichen Art und Weise, jede Stunde ein Thema und dann bei uns in der milden Form 6 Stunden lang und danach Einreichen der Fotos. Und zuletzt hatten wir uns mit dem Thema Serienfotografie beschäftigt. Und da kam dann die Idee auf, mal einen Fotomarathon mit einem Thema zu machen, über 6 Stunden. Und dann soll jeder Teilnehmer zu diesem Thema
meinetwegen 10 Fotos schießen, um sozusagen eine Serie zu erstellen. Ja. Das werden wir jetzt Ende September machen. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes. Da muss man sich nicht jede Stunde neu fokussieren, sondern man kann 8 Stunden dann oder 6 Stunden konstant an einem Thema dranbleiben und dann fotografieren, fotografieren, fotografieren. Und dann Ausschuss, Ausschuss, Ausschuss. Und zum Glück hat bleiben 10 Fotos übrig, die irgendwie zusammen eine vernünftige Serie ergeben. Ja. Das wird bestimmt eine ganz spannende Angelegenheit. Sehr schön. Doch, das wird schön. Ja, Holger. Ja, also bei mir war es so. Ich zu Spum. Ja. Wie ich zu Spum gekommen bin, also wie gesagt, einerseits über die Tanja Heine, aber wir waren auf dem Fotowalk in Stuttgart und ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, habe gedacht, ich möchte irgendwann mal bei einem, Profi, bei einem Speed-Fotografen, möchte ich mal irgendwie mal einen Workshop besuchen. Habe aber jetzt auch keine Lust, gleich nach Hamburg zum Sigrid Hansen zu fahren und dann sehr, sehr viel mehr Geld dafür auszugeben, was bestimmt mal spannend wäre, aber jetzt gerade nicht. Und dann hat sie mich drauf gebracht auf Spum eben. Und ich habe mir dann die Seite vom Jens angeschaut und habe das auch verglichen und fand es dann eigentlich viel nachhaltiger ich investiere einen bestimmten Betrag, den ich bei allem Respekt mehr als gerechtfertigt finde, also auf gar keinen Fall zu viel. Ich investiere diesen Betrag und habe ein Jahr lang was und ich bin jetzt seit einem dreiviertel Jahr dabei und ich finde es super und ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch noch ein zweites Jahr, aber es sind so viele Ebenen, auf denen man gefordert wird und auf denen man gefördert wird. Also man kann zum Beispiel auch jederzeit dem Jens ein Foto schicken und kann sagen, du, was hältst du dazu? Und das Schöne beim Jens ist, erstens, er schwurbelt nicht blöd rum und zweitens, er bleibt aber so, dass man sich noch selber in die Augen schauen kann danach. Also das macht er echt gut. Also Kritik äußern, das macht er echt gut. Das macht er jetzt ja auch in dem Meet and Street Magazin. Da hat er jetzt auch so eine Kolumne, wo er immer so ein paar Bilder bewertet beziehungsweise einschätzt. Und das kann er schon gut. Und zum Beispiel auch wenn ich Fragen habe, ich habe da eine eigene Webseite und wie findest du die Bilder, den Content, den Blog, den ich da habe, und dann kriege ich von ihm aber auch eine Rückmeldung. Und das ist schön. Ich finde zum Beispiel auch toll, dass wir eine Ausstellung machen. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht erwähnt, Wolfgang, Jörg. Demnächst im Spätjahr machen wir eine virtuelle Ausstellung, auch zu einem bestimmten Thema. Ich glaube, das Thema ist Licht, Spiel des Lichts, glaube ich. Und insofern ist es sehr, sehr vielfältig und es ist nachhaltig, es ist spannend und es ist über einen längeren Zeitraum. Und das fand ich dann schlussendlich deutlich zielführender, gewinnbringender als jetzt ein Workshop an einem Nachmittag oder an einem Wochenende. Also zu Sigrid Hansen, da würde ich auch gerne mal hingehen, aber mich schockieren auch ein bisschen die Preise, die er da aufruft. Aber er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben mit offenen Augen. Das kostet, weiß ich nicht, 30 oder 40 Euro. Wenn du das kaufst, dann brauchst du wahrscheinlich sein Seminar nicht mehr. Ja, weil da steht all das drin, was er auf dem Seminar wahrscheinlich auch verkaufen wird. Ja. Also, das ist sicherlich genauso gut. So. Ja, und Frau Jens, da muss ich sagen, habe ich alle Achtung, weil die Mühe und den Fleiß, mit dem er diese Gruppe betreibt, das ist schon wirklich anerkennenswert und bemerkenswert. Er liefert also wirklich jeden Tag Input. Das ist so viel, dass ich für meine Person gesprochen teilweise gar nicht nachkomme, mich mit allen Themen, die er jeden Tag da einstellt und wo er uns dann Fotografen vorstellt, Fotowettbewerbe zeigt, dass ich mich bei jedem Thema da irgendwie ein bisschen einlesen kann, mich damit beschäftigen kann. Also der Input, der da kommt, der ist enorm hoch. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo er die ganze Zeit dafür hält, das mal alles zu machen. Er fotografiert ja auch noch nebenbei. Das ist recht erfolgreich. Aber das ist schon bewundernswert. Und ich bin gerne dabei. Ja. Ihr habt immer den Preis genannt. Wir können ihn jetzt auch mal nennen. 35 Euro im Monat sind's, ne? Nur eine Richtigstellung, weil wir über den Preis gesprochen haben. Und ich habe jetzt nachgeschaut, damit wir hier keinen völligen Blödsinn verzapfen. Also es sind 30 Euro pro Monat oder 260 pro Jahr. Ist schon lohnenswert. Kein rausgeschmissenes Geld. Ja, ich meine, du sagtest ja vorher noch schon, oder ich weiß nicht, wer jetzt genau war, dieser tägliche Impuls, ich vergleiche das immer mit einem Sportstudio oder mit einem Fitnessstudio oder sonst irgendwas, ne? Da muss man auch einen Beitrag zahlen. Wenn einer tatsächlich nicht mehr dahin geht, dann ist er selber schuld. Aber natürlich gibt es dann so einen inneren Impuls, sagt, ich habe was bezahlt, ich
erwarte auch etwas und das wird ja, wie es so rausgeklungen ist, übererfüllt. Ne? Weil ich schnuppere gerade mal so ganz kurz rein, 5-6 Wochen oder was habe ich jetzt gemacht. Und das kommt täglich irgendwas rein. Ne? Und irgendwie so ein Kerngedanke, irgendein Impuls. Er hat wahrscheinlich auch irgendwelche Newsletter abonniert oder Facebook-Seiten, Instagram-Seiten und da spült einem immer was rein. Und das Schöne bei ihm, er kanalisiert das ja. Ich müsste jetzt eigentlich nicht mehr alles, jeden Mist abonnieren und da wird man ja ziemlich kirre bei. Wenn man sagt, okay, lass mich jetzt drauf ein, das Thema stimmt, der Typ stimmt, die Machart stimmt, dann muss ich mich jetzt nicht von allen anderen Seiten auch berieseln lassen. So war es mein Eindruck. Ich habe wirklich ein bisschen zurückgeschaltet und guck, was da so kam. Und das fand ich eigentlich, ich muss jetzt nicht jeden Tag drauf achten oder reagieren, aber so, sagen wir, so ein Impuls oder hier das Treffen, wo wir jetzt gerade in Wien zusammen waren, das hätte ich ohne ihn jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht davon Kenntnis genommen. Gehen wir mal drauf, ihr habt vorhin die Zoom-Meetings erwähnt. Wer mag dazu was sagen? Einmal im Monat, immer der erste Sonntag findet das statt. Was ist da das Thema und euer Benefit? Ja, das Thema richtet sich so nach den aktuellen Gegebenheiten. Wenn wir jetzt geplant da zum Jahresende so eine Ausstellung auf die Beine stellen wollen, dann werden solche Sachen natürlich besprochen oder wann und wie der nächste Marathon abläuft. Das sind dann immer so die Gesprächsthemen oder wenn zwischendurch mal eine kleine Aufgabe gestellt wurde, fotografiert mal so, wie es am Anfang war, zum Thema Rot, dann wird so etwas besprochen. Okay. Ne? Also das sind keine festgelegten Themen, sondern es ist immer das, was aktuell jetzt so gerade anfällt, das wird in der Gruppe besprochen. Ne? Das sind auch keine wahnsinnig langen Treffen, eine Stunde, manchmal auch 1,5 Stunden, so in dieser Größenordnung. Und dann gehen wir zum sonntäglichen Kaffee trinken über. Jeder für sich. Und er fasst das ja auch noch ganz brav zusammen am nächsten Tag, ne? Also Protokoll führt er auch noch. Ja, das macht er. Wolfgang, du hast dich. Ich wollte nur ergänzen, also wie der Jörg sagt, das ist was gerade ansteht. Das kann jetzt in den letzten Monaten war das auch immer auch ein bisschen, wie schaut's mit unserem Wien-Meeting aus? Was ist noch zu tun? Wer ist dabei? Das sind jetzt die Serienbesprechungen. Wie geht's uns mit den Serien? Also was eben tatsächlich gerade thematisch so am Tapet ist und natürlich halt auch ganz immer auch ein bisschen der Austausch. Wie läuft's generell bei den einzelnen Teilnehmern, was tut sich Neues? Ja. Das ist ja eigentlich auch das Schöne an so einer kleinen Gruppe. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, also ihr kennt euch jetzt ja auch schon ziemlich lange, selbst ich, der jetzt nur so ganz kurz da reinschnuppert, ne? Ich habe von jedem quasi ein Bild. Ne? Was macht der, die so? Wer trägt was bei? Und ich glaube, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass das Ganze auf Facebook stattfindet, ne? Quasi ausschließlich auf Facebook. Holger, sag du mal was dazu. Ja. Ist das jetzt dein favorisierter Kommunikationskanal oder was meinst du, wie Facebook uns da hilft, zusammenzukommen? Thomas, Facebook ist ja das Medium für alte Herren und alte Damen. Von daher passt natürlich sehr gut zu uns. Die Jugend ist natürlich mittlerweile zu anderen Kanälen abgewandert. Wir sind uns. Abgewandert. Nein, ein bisschen Spaß muss sein. Da ich das Medium natürlich jetzt schon relativ lang kenne, ist es für mich natürlich gut. Ich finde es gut handelbar. Ich finde die Seite, wie sie jetzt aufgebaut ist, mit verschiedenen Unterthemen, mit den verschiedenen Bildergalerien, mit verschiedenen Seiten, wo man selber auch was reinstellen kann, um andere zu inspirieren. Das finde ich gut und ich finde es gut handelbar. Man kann sich darüber verabreden. Also für mich passt es auf jeden Fall sehr gut. Und was ich noch sagen wollte, man kann bei diesen Zoom-Treffen, kann man natürlich auch selber noch Inputs oder Ideen mit einbringen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns mal überlegt haben, lasst uns doch mal jeder von uns 10 Bilder reinstellen und diese 10 Bilder, die werden dann von uns allen gevotet, die besten 3, die besten 5 und sie werden aber nicht nur, wie
eben auf den meisten Kanälen einfach nur Daumen hoch, Daumen runter, Like, sondern man schreibt eben was dazu. Zur Bildkomposition, zur Farbgebung, auch Verbesserungsvorschläge. Und das ist halt eine Sache, die findet man sonst kaum so. Und das ist der ganz große Mehrwert, finde ich. Ja. Und das schön. Vielleicht nur ganz kurz zu der Facebook-Geschichte noch ergänzend. Was das Schöne auch ist, natürlich funktioniert nicht alles. Und nicht alles auf Anhieb. Aber dadurch, dass die Gruppe überschaubar ist, ist es auch ein gemeinsames Lernen. Wie funktioniert das jetzt, wenn wir eine Galerie eröffnen? Was sehen wir nicht? Was merken wir an den Kommentaren, also von den Kommentaren? Wie werden die, schauen die Benachrichtigungen aus? Und das ist auch so ein gemeinsames Weiterhandeln, wie wir eine optimale Lösung für uns kreieren innerhalb dieses Kanals. Jörg? Ich wollte gerade noch eine Anmerkung zu Holger machen. Das Schöne ist halt auch, dass wir als Gruppe uns gut verstehen und dass die Gruppe gut funktioniert. Selbst wenn mal irgendwie mal eine vorsichtig geäußerte negative Kritik kommt, berechtigterweise dann natürlich auch, ist meine Feststellung, dass sich da noch nie irgendwie jemand pikiert oder beleidigt gefühlt hat, wo seine Fotos jetzt da irgendwie, ich werde nicht sagen zerrissen werden, aber kritisiert werden. Ne? So, insofern ist es auch auf dieser Ebene eine ganz feine Gruppe und wir verstehen uns da alle ganz prächtig. Ne? Also ist wirklich zum Wohl aller. Das sagen zwar viele, ne, ich möchte gern kritisiert werden oder gib mir konstruktive Kritik. Trotzdem ist dann manchmal immer, tut das Herz manchmal weh, ne? Auch dem, der das aussprechen muss, ne? Aber ich meine, wenn wir vollkommen unfehlbar wären und die tollsten Fotografen unter der Sonne, dann wären wir nicht in dieser Gruppe. Also ist jetzt ein bisschen provokant gesagt, aber wie gesagt, mir ist es auch so aufgefallen, ne, dass das jetzt nicht knallhart beurteilt. Aber was ist das, ne? Du hast das Foto gemacht und dann findet man sicher immer irgendeinen Punkt, den man hätte anders machen können. Das wissen wir ja selber ja auch. Nur eben, manchmal sieht man es nicht sofort, ne? Und dann ist natürlich manchmal hilfreich zu sagen, okay, guck mal da, wieso hast du da den Rand, ne? Viele übersehen da ja manchmal was. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, ne? Dass der da sagt, okay, weil ich muss dem Jens zugestehen, der hat wirklich ein echt gutes Auge. Also ich habe ihn ja jetzt in Wien erlebt, wie er das macht, ne? Und so live habe ich es jetzt noch nicht mit ihm zusammen erlebt. Wir haben uns auch mal in Iserlohn getroffen, aber nur ein bisschen quatschi-quatschi. Das kennt man ja, wenn man unterwegs ist, dann fotografiert man ja nicht. Aber wir waren, da gehen wir gleich mal ein bisschen näher drauf ein, in Wien zusammen auf der Pirsch sozusagen. Und er hat wirklich vielfältige Stile da. Und das fand ich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dem Meister über die Schulter gucken, aber es war schon so ein bisschen so, ne, dass man sagt, guck mal, ne, der sieht dann Plakate oder irgendeine Form oder irgendein Background oder seine berühmten Ebenen, ne, die Layers. Ne? Und er wird das Ganze auch noch mit gutem Kunstwissen oder Kulturaspekten, also gerade diese Historie, die es da gibt, ne, er ist unheimlich belesen, ne, und manchmal auch hat er noch philosophische Sachen, oder er würzt das, jetzt im Kochsinne, weil er war ja früher mal Koch, mit philosophischen Gedanken, und das finde ich eben, deshalb bin ich richtig froh, dass er mein Freund ist, ne? Und das ist irgendwie so die Ebene, die er, glaube ich, auch mag. Er setzt jetzt nicht die Professorenbrille auf oder sowas, ne? Sagt, ich bin der große Dozent, sondern ne, sagt, ne, gibt Impulse, dann schaut er, was passiert, ne? Dann wird darüber gesprochen, wirklich im freundschaftlichen Stil. Und also es war richtig, richtig schön, muss ich dabei sagen. Erzähl, Wolfgang, erzähl doch mal ein bisschen, weil das jetzt gerade so aktuell ist, was da in Wien passiert ist und was wir da gemacht haben, wer da war. Und Sehr, sehr gern. Also wir haben uns eben letztes Wochenende für 4 Tage in Wien getroffen. Der Jens war dabei, die Andrea, die Veronika, der Thomas, du warst auch dabei und ich. Also kleines, feines Grüppchen. Also die dahinterstehende Idee ist eben die, dass wir eben versuchen, ein-, zweimal, werden wir sehen, wie es in Zukunft ist, uns eben auch live zu treffen. Weil das schon noch einmal eine andere Dimension, eine andere Ebene ist als über Facebook oder auch bei den Zoom-Meetings. Weil, wie du hast das jetzt eigentlich wunderbar beschrieben, da, was da eigentlich abgeht bei so einem Live-Treffen, wenn man jetzt auch den Jens, aber auch die anderen beobachten kann, wie sie an Fotografie herangehen, was sie machen. Ich habe sie auch wirklich köstlich gefunden, wie du so im Hintergrund immer das Making-of gemacht hast, was da so abläuft.
Das ist inspirierend und amüsant. Und im Grunde genommen war es halt eine Mischung aus Streetwalks, dass wir also wir haben erstmals Donnerstag am Abend zum Abendessen getroffen, ein bisschen beschnuppern, kennenlernen. Und Freitag sind wir dann losgezogen am, ja, sagen wir mal, späteren Vormittag. So, wir haben es uns ja durchaus gemütlich gemacht, war ja nicht so, dass wir, dass wir im Morgengrauen aufgebrochen sind und haben die Stadt erkundet und das eben Freitag, Samstag, Sonntag bei traumhaftem Wetter. Also muss man schon sagen, es war Wien hat sich von seiner allerbesten Seite gezeigt. Das stimmt. Ja. Einfach die Stadt zu Fuß, weitestgehend zu Fuß erkundet und schauen, wo es uns hintreibt und was uns auffällt. Und da war eben so für mich wirklich das Schöne zu sehen, dass der Jens, dass die Andrea, dass die Veronika, dass du einfach so viele unterschiedliche Blicke reinbringst. Und damit auch Sachen, die ich, der Jens hat mich immer so als den Local Hero hingestellt. Ihr habt dort Sachen entdeckt, die habe ich bislang nicht gesehen. Und die mich wiederum unglaublich inspirieren und motivieren, das auch genauer hinzuschauen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich aber allen so gegangen, von der jeweiligen Herangehensweise ein bisschen zu lernen, wie man sich einer Stadt und den Menschen in einer Stadt nähern kann und ihnen Bilder fassen kann. Ja. Was wir nicht vielleicht nur kurz sagen, was ich versucht habe zurückzuhalten, ist irgendwie jetzt da auf Touristenführer zu machen. Ich habe schon den einen oder anderen Senf dazugegeben, aber ich hoffe, es ist mir gelungen, dass ich das zu sehr heraushängen lasse. Einmal habe ich gesagt, alles tanzt. Das war natürlich totaler Blödsinn. Das heißt ja alles Walzer, ne? Und das denke ich, echt dumm. Standen wir gerade an der Oper, deshalb, weil wir haben uns darüber unterhalten, weil der Mörtel Lugner kurz vorher gestorben ist und selbst sowas kam dann. Also ich fand das, ich ziehe den Hut immer noch doch ambitioniert, ist ein gutes Wort, ne? Du das gemacht hast, ne? Du warst wirklich echt gut vorbereitet und die Vorbereitung ist ja auch kein Klacks jetzt, ne? Wenn man, sag mal, fremde Leute da hat und seine Stadt besonders gut darstellen möchte. Und wir haben ja noch, wir sind ja nicht sozusagen die touristischen Wege gegangen, sondern die fotografischen Linie sozusagen ein bisschen dazu finden. Und das ist ja auch nicht ganz so trivial. Also da fand ich hier die U-Bahn-Station Opern, wie ist nochmal, Karlsplatz. Fand ich wirklich eine dankbare Kiste. Ich war schon 2-3 Mal da. Aber das ist ja so eine echte Spielwiese von Spiegelungen, Farben und tralala. Also ich glaube, da waren wir auch echt lange, ne? Also ja. ich war ja nur nicht die ganzen Tage dabei, aber ich fand es richtig spannend, was wir da hinterher auch rausgesehen haben, ne? Das kann man ja auch in meinen Blog nochmal reinwerfen, was wir da so fotografisch da rausgehauen haben. Obwohl, ich sag's immer, wenn man in der Gruppe ist, ist es nicht ganz so einfach, die Muße zu finden, um, sag mal, den richtigen Moment abzuwarten. Weil hat ja immer so ein halbes Auge, sind die jetzt schon wieder weg oder wo auch immer. Gerade in einer fremden Stadt muss man schon so ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, genügend Plätze gefunden, wo man was sehen kann und trotzdem tolle Gespräche zu führen. Ne? Das habt ihr dann hinterher im Nachgang ja noch sicher noch öfter gemacht. Und das ist ja eigentlich für mich eine der Hauptsachen. Ne? Ein paar Fotos ist schön und gut, aber sag mal, die gerade so bei diesen Meetings und die 5 Leute oder ihr hinter 4, das ist eine wunderbare Zahl. Mehr darf es ja fast gar nicht sein, nach meinem Empfinden. Wie kannst du das noch kurz abschließen, Wolfgang? Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube auch, dass und das hat sich auch gezeigt, das Gespräch, sich kennenlernen. Also wir hatten uns ja auch noch nicht so gut gekannt vorher, außerhalb von Zoom und Facebook. Also sich kennenlernen, in Gespräche vertiefen und daneben auch noch das eine oder andere gelungene oder halbwegs gelungene Foto zu machen, das war schon sehr cool. Und es war dann eben auch Samstag, Sonntag, glaube ich, für alle noch etwas dabei. Sonntag war dann auch der interessante Aspekt, dass ja auch in einer Stadt wie Wien die Sonntage jetzt ja nicht so lebhaft sind. Speziell, wenn man jetzt nicht auf den Touristentagen wandelt. Und trotzdem haben sich dann aber coole Situationen ergeben und coole Fotos ergeben. Wo man jetzt, es kommt schon. Man muss nur rausgehen und einen Blick drauf werfen und es ergibt sich dann was. War das deiner Ansicht nach der richtige Zeitraum? 4 Tage ist das?
Es hat super gepasst, aber es war schon sehr intensiv. Okay. Also ja, für mich hat es definitiv gepasst. Ich würde keine Stunde vermissen wollen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es war wirklich intensiv. Also 4 Tage, das geht ordentlich rein. Ja, waren ein paar Kilometer am Ende, ne? Auf der Uhr. Ne? Kilometer, aber auch so vom Zusammensein, vom sich austauschen, weil man ja auch wirklich auch viel Futter zum Nachdenken bekommt, das man ja auch irgendwann verarbeiten muss. Und das macht eine Intensität aus. Sehr schön. Waren vorher schon irgendwelche Meetings? War das, ich habe das so nicht mitgekriegt. War schon mal irgendein Meeting vorher? In dieser Form? Das war das erste Live-Meeting, ja. Aber es ist geplant, das irgendwie in Zukunft weiter auszubauen oder zu wiederholen. Ein, zweimal pro Jahr. Dann sag du mal, immer mit anderen Gastgebern, in Anführungsstrichen, anderen Locations. Was wäre denn deine Wunschvorstellung, Jörg? Jetzt hast du ja so ein bisschen gehört, wie Wien war. Ist das so? Würdest du es? Welche Gedanken hast du dazu, wenn es, sagen wir jetzt, in der Nähe von Düsseldorf wäre oder wenn du jetzt der Gastgeber wärst? Ja, was wären meine Gedanken dazu? Also ich finde, diese Mischung, das ist es, was es halt ausmacht, dieser Erfahrungsaustausch, dieses sich kennenlernen und andere Meinungen, andere Ansichten hören, dieses Diskutieren, sich besprechen und dann eben bei auch das Ganze umzusetzen und fotografieren. Also dieses Gesamtpaket aus Fotografie und Austausch, das ist das, was ich gut finden würde. 4 Tage, das hört sich jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, hört sich jetzt erstmal dramatisch viel an, aber man muss auch bedenken, Wolfgang ist der Einzige, der aus Wien kommt. Die anderen haben schon zumindest schon mal einen halben Tag Anreise, einen halben Tag Abreise. Also relativiert sich das Ganze schon ein bisschen und schrumpelt da vielleicht so auf 2 bis 3 Tage zusammen. Aber das ist dann auch diese 2 oder 3 Tage, die denke ich schon, dass die vollgepackt sind und dass einem abends der Kopf raucht und man gut in den Schlaf findet. Das glaube ich schon. Das ist so. Holger, wenn du dabei wärst, was hättest du gesagt? Ist jetzt natürlich schwierig, weil ich nicht dabei war. Von daher ist für mich erstmal das erste Game, mal dabei sein zu können, ist natürlich für mich tatsächlich im Moment schwierig. Meine Frau dann ein Wochenende mal mit 3 Kindern allein zu lassen, sage so, ich pack's dann mal und fahr nach Wien oder sonst wohin und passt du mal auf die Kiddies auf. Von daher hat es jetzt leider nicht geklappt. Vor allen Dingen, es war auch tatsächlich das Wochenende vor dem Schulanfang. Da habe ich als Lehrer natürlich andere Sachen im Kopf als zu fotografieren, wobei mir das natürlich viel lieber gewesen wäre. Von daher, ich würde gerne mal dabei sein. Das wäre das Erste. Und so wie sich das angehört hat, was der Wolfgang gesagt hat, das wäre für mich natürlich auch eine gute Mischung zwischen zusammen was unternehmen, zusammen was trinken, was essen, zusammen abhängen, aber eben auch, wenn es geht, ein bisschen ernsthaft fotografieren. Also das würde mir schon fehlen, wenn es nicht dabei wäre. Und wenn es jetzt die Frage wäre, ob ich das mal ausrichten könnte, da wäre für mich erstmal die Frage, ob Ludwigsburg dafür trägt. Ich denke, da würde ich dann wahrscheinlich eher Richtung Stuttgart gehen und ich denke, da hat man dann doch vieles zum Fotografieren. Aber die Frage der Organisation, ob ich das dann so professionell hinkriegen würde, wie der Wolfgang mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe, das ist natürlich wieder eine andere Sache. Ausschließen würde ich es nicht, aber ich würde zumindest jetzt gerne erstmal beim nächsten vielleicht mal dabei sein. Wolfgang, dementiert. Nein, ich dementiere nicht, ich will es ein bisschen relativieren, also von der professionellen Organisation. Im Wesentlichen von meiner Seite war es zu überlegen, was könnten denn interessante Routen sein und das dann auch bis zu einem gewissen Grad gemeinsam zu entscheiden, ja, das machen wir, das treibt einen dann ja sowieso weiter. Und das Zweite war, dass man halt ein bisschen im Vorfeld überlegt, wo könnten wir unsere Abendessen verbringen. Das war's dann aber schon. Natürlich will man, dass das Ganze ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten ist. Bis zu einem gewissen Grad sind da aber auch alle selbst ein bisschen mitverantwortlich, es zu einem tollen Erlebnis zu machen. Und man muss sich da schon auch ein bisschen, auch wenn man jetzt der Host ist, der Gastgeber ist, ein bisschen entspannen und sagen,
läuft eh gut, passt ja. Also der Donnerstagabend, das Kennenlernen hat gepasst und damit war die Sache für mich eigentlich gegessen und gesagt, läuft, ja, passt, ja, gehen wir. Wetter ist gut, ja, was soll es besser genau gehen? Also, sogar das Bier war am Ende kalt. Ne? Das Bier war am Ende kalt, genau. So. Nee. Ja. Nee, fand ich, wie gesagt, jetzt abschließend zu dem Treffen, also das war, ich finde es auch die, natürlich hätte es auch ein Tag weniger sein können, aber es hat einfach gepasst und zur Organisation, jeder hat ja seine Unterkunft und Flüge, Züge und sonst was selber gebucht. Es war ja nicht so, dass der Wolfgang da jetzt am Terminal saß und die Zugtickets gelöst hat. Nee, so war es ja nicht. Ne? Waren halt nur Empfehlungen, wo kommen wir unter, ne, das, weil Wien ist echt groß, ne, wenn man da vom einen Ende zum anderen, da kann man eine Stunde oder noch länger ist man da unterwegs, ne? Und das ist das sollte dann schon so ein zentraler Punkt sein, da in der vom Westbahnhof. Das war eigentlich ist auch nicht die teuerste Gegend, sage ich jetzt mal. Und da kann man ganz gut unterkommen. Und mein Gott. Ja, vielleicht habt ihr noch so Ideen. Mir schwebt gerade was im Kopf rum. Man muss ja nicht unbedingt den Fokus auf die Stadt legen. Man könnte ja auch, wenn man schon zusammenkommt, auch so eine Art, was weiß ich, wie was beim Siegfried Hansen. Ich war mal im Workshop mit dem Siegfried Hansen. Da sind wir 3-4 Stunden durch die Gegend gegangen und dann wurden die Fotos sozusagen editiert und der große Meister hat dann drauf geguckt und sagt, guck, mach mal hier, guck mal da und morgen gehen wir wieder raus und nehmen das Erlernte mit. Ne, sowas kann man ja auch machen. Ne? Dann ist das ja, sagen wir mal, dieses, dass man dann mehr so an einem Ort, da muss man nicht den ganzen Ort abgrasen, sondern ne, wenn du sagst, Ludwigsburg ist jetzt nicht das Highlight, ist jetzt nicht Iserlohn und wo man sagt, da ist das Licht. Nee, dann könnte man sowas machen. Es ist einfach nur so, habt ihr auch so eine Idee, wie man vielleicht, wenn man sich denn committet oder die Leute sagen, ne, nehmen wir uns mal das vor, das könnte man ja auch im kalten Wintertagen machen oder sowas. Es war nur einfach so eine Idee, dass man mit den Leuten und der Passion, die man hat, vielleicht auch andere Sachen noch ein bisschen abstecken kann. Was meinst du, Jörg? Die Idee ist sicherlich schön und gut. Die Frage ist, ob da jeder auch einen Laptop für mithaben müsste. Das weiß ich nicht, ob es reicht, wenn dann nur so der eine, der so den Hut auf hat, so ein Ding mitbringt von hinter alle, ja, also die Sachen draufspielen. iPad oder MacBook sollte man schon haben, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja jetzt nicht der Grund, weshalb man... Ja, ich kann mich schlecht mal einen iMac unter den Arm klemmen. Also beim Workshop habe ich mein iPad mitgenommen und daran editiert. Das geht genau. Es ja, ging ja nur ja, um Impulse. Wenn das ausreichend ist, ist sicherlich genau, eine tolle Idee. Ja. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass man sowas mal macht. Ist eine gute Idee. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, so über so den Hintergrund vom Jens. Du sagtest ja, dass er gelernter Koch ist, auch recht erfolgreich, so wie ich das gehört habe. Er hat aber auch, ich glaube ich, zumindest eine Zeit lang Kunst studiert, ne? Daher kommt das auch so in sein breites Hintergrundwissen. Und dieses PUM, Street Photography and More und mehr, das zielte an sich auch darauf ab, auch, ich sag mal so, Art fremde Teilnehmer in der Gruppe zu haben aus anderen Kunstbereichen, Literatur oder Film oder Malerei oder sonst etwas, um so einen breiten Horizont zu bekommen. Und das hat sich leider irgendwie nicht so herauskristallisiert, dass das machbar ist. Da gab es anfangs, glaube ich, mal ein, zwei Mitglieder bei uns in der Gruppe, die sind aber wieder abgewandert sind. Und das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass so dieser übergeordneter Aspekt da jetzt etwas verloren gegangen ist, wenngleich Jens da stark bemüht ist, das wieder auszugleichen und auch aus anderen Bereichen der Input zu liefern. Aber das war an sich so seine, zumindest hat der Jens das mal gesagt, war so seine ursprüngliche Absicht, so ein breit gefächertes Angebot auf die Beine zu stellen. Ja. Das ist ein bisschen schade, aber gut, ist so. Volker.
Ja, weil du gemeint hast, wie man das vielleicht anders gestalten könnte oder was man noch integrieren könnte. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Man kann sagen, wir nehmen uns jetzt mal einen halben Tag ein Thema vor und fotografieren dazu. Mhm. Wir können einen abgespeckten Fotomarathon von 3 Stunden machen. Wir können, keine Ahnung, einen Themenswitch machen. Jeder nennt ein Thema. Und das Thema muss aber dann jemand anders bearbeiten. Also da gibt es ja mannigfaltigste Möglichkeiten, auch aus didaktisch methodischer Sicht eines Paukers. Aber vielleicht ist das im Moment noch gar nicht so das Thema, weil wir ja über das Jahr verteilt schon so viel unterschiedliches wirklich fotografiebezogen machen. Und da das jetzt das erste Treffen war, glaube ich, das Kennenlernen und das Miteinander klönen und dann nebenher fotografieren wahrscheinlich wichtiger. Aber ich denke mal, es ist nichts in Stein gemeißelt und es kann auch durchaus sein, dass andere Treffen in Zukunft vielleicht ein bisschen einen anderen Charakter haben werden. Ja. Ich denke auch absolut. Gerade auch, wenn man sagt, die Gruppe ist sehr bunt, das sind unterschiedliche Möglichkeiten der Mobilität und wenn man das ein bisschen im Auge behält, dann brauchst du unter Umständen auch andere Formate, dass da jeder auch einmal partizipieren kann an solchen Aktivitäten. Und da glaube ich schon, dass da ganz, ganz, ganz viel möglich ist, um eben auch dieses Street Photography und mehr, auch dieses und mehr dann auch noch einmal stärker reinzuholen. Aber da sind, glaube ich, auch alle offen und auch dieser Wien-Trip war ja auch nur einmal eine Idee, die dann aufgegriffen wurde. Und wenn dann solche Ideen kommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch sehr schnell aufgegriffen werden. Und, und wenn sie eine kleine Gruppe findet, findet sie eine kleine Gruppe, die sowas dann umsetzt. Ja, nee, ich persönlich fand die Gruppe genau richtig. Von der Anzahl her, natürlich von den Charakteren war es auch richtig interessant, weil ich euch auch zum ersten Mal so gesehen habe. Und nee, das war richtig, richtig freundschaftlich und wunderbar. Also mit richtig viel Humor, wir haben echt viel gelacht und trotzdem was mitgenommen. Ne? Das war jetzt nicht nur Bier trinken und ein Eis schlecken, ne? Das war echt gut. Was ich noch auch miterlebt habe, jetzt gerade kürzlich, war der Fotomarathon. Wer mag da noch? Habt ihr alle daran teilgenommen? Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Wer hat daran teilgenommen? Mach mal eben die Hand hoch. Ja. Ach, nur du. Ja, dann Jörg, dann hat sich das ja erledigt. Dann sag du. Ja, was soll ich erzählen? Ich habe die Themen jetzt noch nicht mehr so vom geistigen Auge. Aber von der Anordnung. Es waren ja jede Stunde. Also erzähl mal kurz, wie es getaktet war. Ja, es läuft im Regelfall läuft so ab. Um 12 Uhr startet das Ganze offiziell. Jens gibt das erste Thema bekannt und dann zieht jeder irgendwo in geeigneter Umgebung los, beschäftigt sich mit dem Thema, macht Fotos dazu. Eine Stunde später gibt er dann per WhatsApp oder über die Gruppe das nächste Thema bekannt, bis dann 6 Themen eben abends um 18 Uhr abgearbeitet sind. Dann kann jeder sehen, dass er nach Hause kommt, seine Fotos so ein bisschen kuratiert, die besten aussucht, vielleicht noch ein bisschen bearbeitet, zuschneidet, Kontraste verbessert oder was auch immer so im geringen Rahmen da in der Kürze der Zeit möglich ist. Und dann werden die Fotos bei mir eingereicht. Er sammelt alle. Und alle haben dann bis zum nächsten Abend, bis 24 Uhr des nächsten Tages Zeit, die Fotos zu liken. Und die Fotos, die dann die meisten Likes haben, das sind dann so die Siegerbilder. So, ne? Das gibt's dann für jedes Thema und auch so einen Gesamtsieger über alle Themen. Das ist so ein bisschen Anreiz dann dabei. Man freut sich natürlich, wenn man dazugehört. Man ärgert sich vielleicht auch so ein bisschen, wenn man nicht dazugehört. Klar, aber das ist normal. Aber es ist auch nicht schlimm. Ne? Es ist ja auch Ansporn und es macht ganz einfach. Das war ja auch mit dem Augenzwinkern. Ne? Ich meine, so ein richtiger Fotomarathon, ne? Da darf man nichts tun, darf man nicht editieren und ich weiß nicht was. Ne? Also wir haben es, ne? Das wird hier auch bei uns nicht so ganz so eng gesehen, wenn jetzt die Fotos zum ersten Thema erst nach 4 Stunden gemacht werden, weil dann eins dabei ist, was da dazwischen passen könnte, ist dann auch egal. Ne? Das ist so ein bisschen an der Grenze des Mogelns, aber das ist akzeptiert und ist okay. Ja. Sagt keiner was. Holger.
Ja, ich war bei dem Fotomarathon nicht dabei, aber zu dem Fotomarathon an sich möchte ich schon was sagen, weil dieser erste Fotomarathon, an dem ich teilgenommen habe, das war wirklich der erste für mich. Das war ein einschneidendes Erlebnis für mich tatsächlich. Weil ich eigentlich gedacht habe, ja, was können da jetzt schon für Themen kommen? Ja, vielleicht machen wir Silhouetten, vielleicht machen wir Spiegelungen oder so, sowas. Mhm. Und dann kam da das erste Thema Einigkeit. Und ich stand auf dem Marktplatz, das war Markttag am Samstag, ich stand auf Einigkeit. Mhm. Meine Güte, was mache ich denn mit dem Thema? Und dann ging es erstmal los, ratter, 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 ratter. Und dann bin ich einfach mal losgelaufen und ratter, 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 aber die ganze Zeit. Und wie kriege ich ein Foto zum Thema Einigkeit? Und dann habe ich tatsächlich eins gekriegt und dann dachte ich, ja, okay, das nächste Thema, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Und dann kam Einblicke ins Unbekannte. Mhm, alles klar. Und dann auch da wieder, also was ich damit sagen will, drei oder vier Themen waren auch mindestens ähnlich so abstrakt. Man kommt auf andere Ebenen, man wird auf andere Ebenen gebracht und man fängt muss zwangsläufig anfangen, anders zu fotografieren und anders da an Streetfotografie ranzugehen und viel mehr abstrahieren und viel mehr versuchen, etwas ins Foto zu bringen, was vermeintlich nicht passt, aber dann doch passt. Und das sind wieder diese Dinge, die der Jens halt einfach echt gut macht und die einen dann wirklich fotografisch für mich, und ich denke, die anderen sehen es genauso, sehr viel weiterbringen. Also, ja. Mhm. Ja. Und dabei darf man auch nicht zu abstrakt werden. Das weiß ich aus der Erfahrung. Das mag ja ganz toll sein, weil das muss noch erkennbar sein. Sag mal, da sitzt eine Jury dran, also jetzt beim richtigen Fotomarathon, die muss das dann noch erkennen. Und da habe ich auch mal dran teilgenommen. Das waren dann Märchen. Das waren verschiedene Märchen. Also das Oberthema war dann Märchen und dann kam dahinter Aschenputtel, weiß nicht mal, irgend so ein Märchen halt. Dann konnte man noch ahnen, was als nächstes vielleicht kommt. Aber bei solchen anderen Marathons, wo wirklich nur irgendwelche Begriffe und du denkst, heiliger Bimbam, und jetzt muss ja noch die große Kunst ist ja, den roten Faden da noch drüber zu legen, also vom ersten bis zum letzten Bild da auch noch eine Gemeinsamkeit hinzukriegen. Aber dann dreht man ja manchmal durch, ne? Also das ist echter Stress, finde ich, ne? Also ich habe wirklich einige Fotomarathons mitgemacht. By the way, in Wien ist, glaube ich, jetzt am Wochenende, ne? Wenn Wolfgang, bist du dabei? Mit dabei, weil wir Familienfeier haben. Okay. Und wenn ich mir das Wetter anschaue, also nächstes Jahr ist ja auch wieder eine Möglichkeit. Ja, ja. Ja, aber ich wollte nur sagen, dass Wien war, glaube ich, mal so richtig anspruchsvoll. Ne? Die haben, glaube ich, 12 Themen gehabt, ne, in 6 Stunden, 12 Stunden. 12 Themen, 12. In 12 Stunden, ja. Das war ne? Also fand ich. Nein, wie auch immer. Und tatsächlich auch, soweit ich es verstanden habe, so quasi out of camera, also auch ohne Bearbeitung. Ja, genau. Also, ne? Und da, jeder macht es irgendwie anders. Das ist heftig dann. Da habe ich mal einen dritten Platz gemacht bei irgendeinem Foto. Egal. Ja, cool. Ja. Zu unseren Fotomatern, ich war bei, also bisher haben wir, glaube ich, 4 gemacht, bei 2 war ich dabei. Und also es ist tatsächlich anspruchsvoll, und unglaublich lehrreich, auch zu sehen, was machen die anderen aus dem Thema, also auch im Nachhinein dann zu schauen, was kommt denn da alles raus? Und weil du eben auch vorhin gesagt hast, Stress, manchmal macht man sich halt wirklich auch völlig unnötigen Stress selber. Also ich kann mich gut erinnern, beim ersten Marathon, bei dem ich mitgemacht habe, ich habe es quasi, ich suche mir eine zentrale Position in der Stadt mit viel U-Bahn-Anschluss und kann, je nachdem welches Thema, sofort überall hin. Diese 6 Stunden, sie waren ich war wirklich fix und fertig am Ende. Beim zweiten habe ich gesagt, okay, völlig anderer Ansatz. Ich suche mir auch wieder eine passende Position mit einem maximalen Radius von 10 Gehminuten. Mhm. Weiter bewege ich mich nicht. Und innerhalb dieses Radius will ich meine 6 Fotos machen in den 6 Stunden. Ja. Das war wesentlich entspannter. Und das funktioniert aber auch. Man muss halt eben querdenken, abstrahieren. Also es funktioniert. Ja. Allein die Suche, die ist verrückt. Ne, du bist ja die Hälfte der Zeit mit irgendeiner Location suchen. Und wenn du, sag mal, deine Homezone nimmst, ne, du weißt, was da ist, ne, und dann ist es wahrscheinlich echt entspannter. Da machst du dir mehr Gedanken über das Bild als über den Ort, wo du hingehen willst. Genau. Ne, das ist ja total bescheuert. Aber da muss man irgendwie mal durch, ne, und da muss man ein paar Mal mitgemacht haben. Und ich find's immer wieder inspirierend. Und was du vorhin noch sagtest, die Ergebnisse der anderen anzugucken. Das muss man natürlich vollkommen neidlos machen. Irgendeine Jury hat entschieden, dass das dann die besten Bilder sind. Das müssen, wie auch immer, ne? Aber
Aber manch einer hat echt tolle Ideen dabei. Gerade bei Fotomarathons, wenn diese zum Beispiel so eine Startnummer oder sowas, da bin ich jetzt mal verblüfft, welche Ideen die da kommen. Ne? Es gibt die bei den professionellen Fotomarathons, haben am Anfang so eine Startnummer, muss dann auch kunstvoll umgesetzt werden. Und manchmal kennt man ja die Startnummer ja gar nicht. Ne? Also man kann man auch nicht sagen, ja, habe ich jetzt dreistellig, zweistellig oder was auch immer. Aber das fand ich manchmal echt überraschend. Ich glaube, das wird auch teilweise dann honoriert, ne? Dass man da dolle Ideen hat, was man da machen könnte. Also wie gesagt, Fotomarathon ist anscheinend regelmäßig Thema bei Spumm. Ja. Ist ja auch relativ leicht umzusetzen eigentlich. Ne? Und wenn da mindestens die Hälfte dran teilnimmt, dann ist ja auch ein bisschen Wettbewerb. Ne? So ein bisschen gucken, ne? was hat man da draus gemacht? Und natürlich gewinnt man da jetzt keinen Preis, sondern einfach nur den Daumen hoch Preis, ne? Und der muss ja eigentlich auch reichen. Okay. Für die Ehre. Ja, genau. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also was ich wohl noch festgestellt habe bei den Marathons, also man macht sich natürlich Gedanken zu dem Thema und versucht das irgendwie fotografisch umzusetzen, aber man darf auch nicht zu sehr in seinen Gedanken da festkleben. Dann ist man auf einmal nach einer Dreiviertelstunde frustriert, dass man doch kein Foto im Kasten hat. Man guckt auf die Uhr, das sind nur noch 15 Minuten. Also man muss sich manchmal auch so ein bisschen losmachen und einfach mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Es gibt also durchaus Situationen, das ist gar nicht so selten, dass einen das Motiv dann förmlich anspringt, dass man dann sagt, hey, das ist gut, das mache ich jetzt. Ne? Das hat man vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ergibt sich dann ganz einfach so aus der Situation. Ja. Ne? Also mir ist es jedenfalls ein paar Mal so gegangen. Man ist doch in Gedanken ein bisschen freier. Also das ist vielleicht auch ein Aspekt dabei. Wunderbar. Nicht zu verkopft an die Sache heranzugehen. Sehr schön. Habt ihr noch irgendwie im Blick, was als nächstes passiert? Jetzt in der Spumm-Gruppe? Die Ausstellung habt ihr erwähnt. Die Ausstellung, der Marathon jetzt am Monatsende. Okay. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, keine weiteren. Ja gut, die täglichen Impulse und kommen ja, ne? Da kannst du nicht gegen wehren. Ja. Nee, das ist aber jetzt keine gemeinsame Aktivität außer diesen beiden, das meinte ich. Sehr gut. Was ist denn, Jörg, bei dir ist noch irgendwas jetzt außerhalb vom Spumm noch irgendwas zu erwähnen? Hast du nicht da irgend noch was vor dir? Nicht? Ja, okay, hab ich's verwechselt. Schneiden wir raus. Nee, wollt ihr noch was sagen zu euren persönlichen Sachen, was ihr vielleicht noch zeigen könnt oder was ihr im Blog findet? Wer mag beginnen? Fange ich gleich wieder an. Ich werde auf jeden Fall meine Webseite auch reinstellen. Die habe ich vor mittlerweile gut eineinhalb Jahren auch einmal ins Leben gerufen, so als einfach eine Möglichkeit, Fotos auch abgesehen von den sozialen Medien auf der Webseite auch darzustellen. Wohl wissend, dass das jetzt keine Webseite ist, die großartigen Traffic generiert, was also eher so das ein persönliches Herumspielen. Und halt so diese Social Media Accounts werde ich halt dazu stellen und ein paar Fotos, wie du schon angekündigt hast, dass wir aber Fotos auch schicken sollen. Ich habe jetzt auch von Wien schon ein bisschen vorgefiltert. Das sind vielleicht auch zwei, drei dabei, die ich ganz gerne zeigen würde, weil das, was am Wochenende so für mich so gekommen ist, ich fotografiere eigentlich hauptsächlich in Schwarz-Weiß, fast ausschließlich. Oder ich arbeite in Schwarz-Weiß aus, so muss ich formulieren. Und das Wochenende war ein absolutes Farbwochenende. Also das war es, das Licht, war es die Sonne, war es die fröhliche Stimmung, was auch immer. Es war einfach ein Farbwochenende für mich und da sind meiner Meinung nach ein paar ganz interessante Fotos auch rausgekommen in Farbe. Da werde ich auf jeden Fall was dazu schmeißen. Sehr gut. Bei meiner Auswahl, um hier ein bisschen eine Palette auch zu zeigen. Sehr schön. Holger, was hast du? Ähnlich wie bei Wolfgang. Ich habe auch seit 2 Jahren eine eigene Webseite und habe da auch einen Blog. Also ich setze nicht nur Fotos rein, sondern schreibe halt auch Reportagen. Oh, sehr gut.
Genau, verbindet es also. Habe auch eine Reportage geschrieben über den Fotomarathon, an dem ich teilgenommen habe beispielsweise. Ach. Dann kann ich natürlich auch ein paar Bilder noch von mir reinsetzen. Vielleicht ein paar aktuelle von Marseille. Da sind ein paar schöne dabei. Ja. Und dann natürlich auch die Social-Media-Kanäle, wobei das mir jetzt nicht so wichtig ist. Also das kann ich schon gern machen. Sehr gut. Jetzt bei dir, Jörg, nochmal. Ja, das kann ich noch beisteuern. Ich kann euch mit meiner Website beglücken. Das ist so ein bunter Querschnitt so aus was ich alles gemacht habe. Ein Schwerpunkt ist hier die Konzertfotografie, weil das ist das, was mich früher so am meisten beschäftigt hat. Street ist aber auch dabei und ein paar Projektsachen sind dabei. Mein Instagram-Account, den kann ich noch anhängen. Und ansonsten, einen Blog habe ich nicht, weil ich bin nicht so der Schreiber, ich fotografiere lieber. was sonst? Hattest du gerade, als du mich ansprachst, auf Leica abgezielt? Oder das kam jetzt in den Sinn? Das darfst du ruhig sagen. Okay. Das hält er sich zurück. Komm, Sabbat, haus raus. Ja, ich wusste, ich war mir jetzt gar nicht so präsent, dass du das eventuell meinen könntest. Ach, der bescheidene Junge. Ich habe, wie gesagt, ich habe vor 3-4 Jahren mein ganzes Spiegelreflex-Equipment von Nikon verkauft, weil es leid war, so die ganzen schweren Brocken mit mir rumzutragen und bin dann auf so eine kleine handliche Leica Q gestoßen, beziehungsweise jetzt ganz aktuell die Q3, weil ich so eine kleine immer dabei Kamera haben wollte, ohne mich groß jetzt mit Gewichten zu belasten. Und es hat dann auch mit sich gebracht, dass ich beim LFI, also das Leica Photography International, es gibt auch eine Webseite dazu, da kann man also seine Fotos hochladen. Und da habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, ist das schon her, bei so einem Oldtimer-Meeting ein Foto gemacht, hat das da hochgeladen. Das ist dann so auch als Masterschutz sogar geehrt worden, was mich schon recht stolz gemacht hat. Und jetzt vor einem Vierteljahr oder vor etwas länger als einem Vierteljahr bin ich da von Leica angemeldet worden, ob ich denn damit einverstanden wäre, wenn dieses Foto auch im Rahmen einer Leica-Werbekampagne verwendet werden dürfte. Ne? Da habe ich erstmal überlegt, ob das fake ist, ob Werner irgendwelche Daten abgreifen will. Habe ich wirklich lange überlegt, habe ich mit Leica in Verbindung gesetzt, was denn da dran ist, und hat sich das tatsächlich so als wahr und als authentisch rausgestellt. Und ich habe dann letztendlich mein Okay dazu gegeben. Ich musste allerdings dann einen Vertrag mit Leica eingehen, indem ich dann Leica die ganzen wirtschaftlichen Nutzungsrechte an dem Foto überlasse. Gut, das ist dann so. Aber es gab auch ein nicht unerhebliches Honorar dafür. Ich möchte es mal so ausdrücken. Also das war schon mehr als sehr lohnenswert. Ja, das ist doch wunderbar. Nee, dann. Und deshalb bin ich da jetzt bei den The World Deserves Witnesses. Wenn man auf die Leica-Seite geht, da kann man sich das anschauen, und da ist noch so ein kleines Interview, muss noch Fragen beantworten und ein paar Statements abgeben. Das steht da so alles auf Deutsch und auf Englisch, und ich war ganz stolz da zwischen Joel Marowitz und Steve McCurry und irgendwo da Jörg Schneider und die anderen. Fand ich schon cool. Wer wäre das nicht? Ich konnte 2 Nächte nicht schlafen. Sehr schön. Nee, Glückwunsch dazu. Aber das ist so ein One-Hit-Wonder, denke ich. Also ich glaube nicht, dass sich das noch wiederholt. Ich finde es eine schöne Sache. War schon prima. Jeden Preis oder sag mal so eine unabhängige Anerkennung ist doch eigentlich eine wunderbare Kiste, ne? Also das wünscht man sich, braucht man nicht immer, aber ist das kleine Würzchen obendrauf, ne, schadet nicht. Ne? Hab mich da sehr geehrt. Sehr schön. Dann freue ich mich, dass ihr alle bei mir wart. Habt ja sehr wohlwollend über die Spumm-Gruppe geredet. Ich glaube, der Jens wird sich freuen. Dann sage ich nochmal eben kurz, was nächste Woche kommt. Dann rede ich mit der Dominika über Make or Buy. Also Sachen selber machen oder Dienstleistungen, ich sage jetzt mal Kuchen backen, selber oder kaufen. Ne? So was reden wir da. Wir reden ja nicht nur über Fotografie. Nein, ich fand's toll, dass wir hier alle zusammengekommen sind. Sehr kurzfristig. Und sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich.
Thomas, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung. Danke, Thomas. Bis bald. Gute Zeit. Genau. Ciao. Hallo, Thomas. Du hast nach einer Kurzvorstellung gefragt. Ich will es wirklich kurz halten. Also bei Insta findest du mich unter dem Namen Nika Vero von Veronika. Und Nika hier mit doppelt N eher zufällig oder, wie man auch so schön sagen kann, ein vorbereiteter Zufall, der mir sehr gut gefallen hat. Nika Vero gab es natürlich nicht mehr, gibt es Zehntausende. Aber mit doppelt N, dass so diese zwei Ns als Platzhalter für noch nicht bekannt oder eher in dem Sinne, da ist noch ein Name einzusetzen. Das hat mir sehr gut gefallen. Thomas, du hast nach einer fotografischen Heimat oder nach einem besonderen fotografischen Interesse gefragt. Ich würde sagen, für mich ist Fotografie eine ganz besondere Art, sich dem Leben zu nähern. Einerseits begebe ich mich beim Fotografieren mitten hinein und auf der anderen Seite bleibe ich die ganze Zeit auf Distanz. Ich beobachte sozusagen das Leben. Das ist, finde ich, so etwas wie eine permanente Klärung des eigenen Standpunktes. Wie stehe ich in der Welt? Wie stehe ich zur Welt? Und durch den Fotoapparat treffe ich ganz bewusst immer wieder auch Entscheidungen. Welchen Ausschnitt wähle ich zum Beispiel? Wie nah gehe ich heran? Ich würde sagen, dadurch ist wichtiger, was ich sozusagen für Zusammenhänge finde oder vielleicht auch erfinde, auch das kann man machen, was für Schwerpunkte ich setze. Und ich kann dadurch eine Atmosphäre gestalten. Also insgesamt geht es mir mehr darum, nicht nur so sehr die Welt jetzt abzubilden, denn an dieses ganz objektive Abbilden glaube ich nicht so sehr, sondern ich schaffe oder erschaffe eine Welt oder ich stelle Fragen zur Welt. Das ist das, was ich spannend finde. Naja, und zeitgleich ist es auch eine ganz wunderbare Art und Weise, die Zeit zu verbringen, achtsam, vielleicht alleine durch die Stadt zu laufen. Und ich kann mich dann auf alle Fälle immer vollkommen im Beobachten verlieren. Das kann ich übrigens auch manchmal mit anderen. Dann hinke ich etwas hinterher. Genau, ich übe genauer hinzuschauen und finde das einfach ja großartig. Oder ich kann halt eben auch mit anderen spazieren gehen und mich darüber unterhalten und dann zusammen fotografieren. Auch das ist eine wunderbare Sache. Also was Spoon jetzt ganz genau für mich bedeutet, für mich ist, das finde ich zurzeit noch heraus. Ich bin seit Anfang des Jahres dabei. Und mein Wunsch, als ich beigetreten bin, war zuallererst einmal, Menschen mit einem ähnlichen Interesse zu finden, die sich für Fotografie, für Austausch interessieren und hier auch schon zunehmend Schwerpunkt Street, weil Street war nicht immer in meinem Fokus. Es ist erst zunehmend in der letzten Zeit durch die Street-Community hier in Hamburg gekommen. Genau, und ich finde die Treffen dort alle ganz großartig und finde, das ist eine wahnsinnig super tolle Gemeinschaft. Aber ich hatte noch Lust und Interesse, noch eine weitere Gruppe zu finden, mit der man sich immer noch auf eine andere, vielleicht auch auf eine tiefere Art und Weise austauschen kann und genauso sich entwickeln und wachsen kann. Alles tolle Sache. Wollen wir alle natürlich gerne. Genau, und das passte dann sehr gut, als Jens mich angeschrieben hat. Das war schon ganz am Anfang. Da hatte ich mir das eigentlich auch schon vorgenommen mitzumachen. Dann kamen wie immer 10.000 Sachen dazwischen und 2024 dachte ich dann, jetzt geht es los. Ich beschäftige mich mehr mit mir, mehr mit Fotografie. Hat dann aufgrund von gesundheitlichen und diversesten Sachen, die dazwischen geplatzt sind, nicht so ganz geklappt. Aber ich bin auf alle Fälle froh. Und dadurch, dass ich dann halt eben doch beigetreten bin, habe ich mich, glaube ich, mehr mit Fotografie beschäftigt, als es mir sonst möglich gewesen wäre, einfach weil ich ja immer wieder dachte, ich will doch zumindest auch mal sehen, was die anderen gemacht haben. Und durch die Dinge, die Jens so reingebracht hat, die täglichen kleinen Input-Momente, die Bilder, die Ideen, seine Texte, dadurch wurde ich dann doch auch immer wieder aus meiner eigenen Welt in die Fotowelt zurückgeholt. Und das hat mir bis dato sehr gut gefallen und ich hoffe, das geht so auch weiter.
Also was mir besonders gut gefällt, oder mehrere Dinge, die mir ganz gut gefallen, das sind zum einen die Verbindlichkeit, also diese Regelmäßigkeit, in der ich neue Ideen erhalte, wir uns auch vielleicht untereinander von unseren neuen Ideen berichten, das, was Jens postet. Der Faktor Zeit, ich glaube einfach so diese durch diese Verbindlichkeit, in der man sich auch immer besser kennenlernt über die Zeit, das ist auch etwas, was ich zunehmend schätze. Genau, und es ist auf alle Fälle auch unser Treffen in Wien jetzt gewesen, das, was mir besonders gut gefallen hat. Das war ja jetzt sozusagen unser erstes Treffen, das wir zumindest in kleinerer Runde jetzt live hatten. Vorher kannten wir uns ja nur über die Online-Male. Das heißt, es stimmt nicht ganz. Jens hatte ich schon getroffen bei Meet and Street in Hamburg. Da war ich schon ja ganz froh, ihn mal live gesehen zu haben. Und da sind wir auch schon einen Fotowalk zusammen durch die Gegend gelaufen. Und das fand ich schon super angenehm. Ja, aber jetzt Wien war sozusagen das erste Treffen dann in einer Runde. Und ich muss sagen, ich war sehr froh und erleichtert, dass ich einer so außerordentlich sympathischen Gruppe beigetreten bin. Und ich fand die Gespräche durchweg wirklich locker und entspannt. Und ja, zeitgleich war es aber auch gar nicht oberflächlich, sondern genau das Gegenteil. Ich fand es wirklich, es waren sehr befruchtende, es waren zum Teil sehr tiefgehende Gespräche. Und das wirklich in unterschiedlichsten Richtungen, also auch jetzt nicht nur im Bereich der Fotografie, sondern einfach auf unterschiedlichen zwischenmenschlichen Ebenen. Ich muss sagen, ich weiß das sehr zu schätzen und ich finde, dass Jens das sehr gut macht. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz dickes Dankeschön für diese Organisation der Fotomarathon-Momente, der seiner Serienideen. Und ja, die Idee war ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Idee von Jens kam oder aus der Gruppe. In Wien hat natürlich Wolfgang vor allem ganz großartig uns durch die Stadt geführt und sich um uns gekümmert. Aber ich fand, Jens hat es halt auch super gut gemacht. Okay. Also beim Fotomarathon finde ich besonders herausfordernd, immer in dieser doch sehr vorgegebenen, konzentrierten Zeit, also eine Stunde, sich immer ganz auf ein Thema zu beschränken, darauf zu fokussieren, wirklich nur mit dem Kopf, mit der Kamera bei diesem einen Thema zu sein und sich zu überlegen, wie kann ich das interpretieren und dann eben auch umsetzen. Genau, das finde ich schon eine Herausforderung. Das mit 6 Themen hintereinander finde ich auch nicht ohne. Da habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesagt. 5 Stunden fände ich auch genug, aber okay, das ist ja auch das Schöne, dass wir es auch so machen können, wie wir wollen. Es wird ja auch keiner gezwungen, 6 Stunden dabei zu sein. Das letzte Mal fand ich allerdings, ist die Zeit dann doch auch eher ja verflogen und 6 Stunden waren dann wirklich super schnell rum. Genau, auch die Themen, die Jens beibringt, zusammen in die Gruppe bringt, finde ich jedes Mal sehr, sehr schön, weil es eben ja eher offene Themen sind, nicht so, was man vielleicht manchmal kennt, rot oder klein, groß, sondern eher sowas wie, ich glaube einmal war die Welt steht Kopf oder das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Also Dinge, über die man sich auch tatsächlich einen Kopf machen kann. Genau das zum Fotomarathon. Ja, und in Wien, was habe ich da noch so für Eindrücke im Kopf? Ich fand auf alle Fälle, Wolfgang hat wunderbare Ideen gehabt, was er uns gezeigt hat von der Stadt, wo wir rumgelaufen sind. Super nett war auch, wo wir dann abends essen gegangen sind. Das hat mir auch alles super gut gefallen. Die Gespräche, das hatte ich schon erwähnt, waren einfach sehr schön, weil sie so unterschiedlich waren. Auch mit Andrea, die immer wieder ja auch ihren ganz eigenen Fotostil verfolgt hat und auch oft so von technischer Seite her nochmal ihre Standpunkte klar gemacht hat, fand ich auch ganz klasse. Ja, und so wie Jens dann die Gruppe geführt hat, muss man sagen, einerseits hält er sich sehr im Hintergrund, wenn man gerade keine Frage hat, aber eigentlich immer dann, wenn eine Frage ist, dann ist er auch da und das fand ich immer sehr angenehm und auch sehr anschaulich, wie wir dann ja, uns mit solchen Fragestellungen beschäftigt haben.
Nur viel erstmal von mir. Moin, Werbung in eigener Sache. Bitte sorgt dafür, dass der Weekly 52 Blog und Podcast neue Freunde findet. Liked oder teilt Kommentare auf Insta, Facebook oder unter die Blogbeiträge. Auch Bewertungen bei Apple Podcast und Spotify tun ein gutes Werk. Auch freue ich mich, wenn ihr ein paar Euros in die Kasse werft, denn das Hosting, die Webseite und Cloud-Dienste kosten eine Stange Geld. Weekly 52 ist und bleibt Non-Profit und für euch kostenlos. Kostendeckung reicht mir vollkommen aus. Der klickt einfach auf den Button auf meiner Webseite und spendiert eine symbolische Pizza oder einen Kaffee. Damit zeigt ihr eure Wertschätzung und haltet uns motiviert. Danke für deine Unterstützung und ich freue mich, wenn dir der Blog und Podcast jede Woche Freude bereitet und Nutzen vermittelt. Dankeschön. Werbung Ende.